Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge LS17 mit dem Adcrafter 27. Ja. Dem Murdoch 3338. Moin. Und dem Mistkiller. Ja. Gib Gummi, Lichterschaden, hopp hopp. Meine Güte. Also, die haben hier alles schon wieder Stress. Also, statt dass wir hier mal normal anfangen, immerhin ist es 3 auf die Uhr. Hallo. Ich will schlafen. Was muss ich denn jetzt machen? Ja, VW, Gemo. Ich will da schlafen heute noch. Ich hab doch keine Ahnung davon. Ja, so sieht's aus. Runter von Feld dann mit dir, ey. Ist wie Treckerfahren, nur dass du halt vorne die Schlagwerk dran hast. Ja. Das ist ja krass. Was ist mit der Fläche jetzt vor mir? Wie wär's ein bisschen rechts weiterfahren, effizienter fahren? Was ist los mit dir, ey? Die Fläche war leer. Junge. Das ist ja nicht normal hier. Bist du echt gleich voll. Das sind die Hilfsmitarbeiter, weißt du? Ja, die fliegen aus gleich aus China. Ja, wir haben heute das vor, was wir immer vorhaben. Geld und also Millionär. Nichts. Ja, mit dir kann man ja keinen Krieg gewinnen, ey. Bist du von der Fett gerade als du, ey. Doch alles seinen Zweck. Ja. Wir haben ja in der letzten Folge am Ende noch die Plane von der BGA zugemacht, sprich die gärt jetzt die ganze Zeit schon vor sich hin, ist dann irgendwann fertig und dann können wir endlich mal Geld verdienen mit dem Ganzen, was wir hier tun. Ja, mal gucken, ob das was wird. Ja, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Ja, hau rein die Scheiße, gib Gas! Genau, gib Gas! Du kannst Vollgas fahren! 9 km/h geht nicht, warum mobbt den ihr mich jetzt? Schiebe den an, ey! Kurbel mal schneller, Junge! Hopp, seh zu, Zeit ist Geld! Und Geld haben wir nicht. Ja, genau. Wir haben genug Zeit auf Arbeit. Ja, auf Arbeit? Wir sind aber hier nicht zum Vergnügen. Yeah. Morgen machen die gar nichts. Gib Junge, Gummi, Junge! Ich muss ja auch. Ich soll mit dir Schlepper ans Ziel auch noch kommen, oder was? Geht immer gar nicht. Wo muss ich überhaupt hin? Immer noch zur BGA. Ja, ich kenne ja den Weg nicht. Ich bin da noch nicht gewesen. Bist voll viel zu weit weg. Merke ich gerade. So, und dann rechts raus. Wir müssen ja Geld verdienen, ja. Jetzt Geld. Los, nun, gib Gas. Jummi! Genau, Ed, jetzt immer nur geradeaus. Dann findest du das schon. Naja, weiß ich schon. Schon gesehen. Habe ich ja Navi. Same procedure is every route. Immer kurz. Junge. Warum hat der Schlepper eigentlich keine Beleuchtung innen? Attention. Also mein Name ist Dennis Käfer. Meine andere Frage, was ist das eigentlich für eine Meterangabe, die bei mir da unten rumflackert in der Mitte? Meter? Wo? Flackert immer so von 22 bis, ja, von 19 bis 30 Meter immer hoch. In der Mitte unten, oder wo meinst du jetzt? Ja, das ist ja das genau. Ist das nicht irgendwas mit dem Abstand da, was wir da irgendwo hatten, mal was so irgendwas? Was hast du für Mods drin? Das ist jetzt eher die Frage. Ach ja, vielleicht habe ich ja noch was bei mir drin. Ja, das solltest du vielleicht demnächst raus tun. Jo, muss ich nochmal gucken. Da muss ich hier abladen machen, gell? Steuerung I, oder? Ja. Alter, wer ist denn auf die Tassenkombination gekommen, Alter? Brauchst zwei Hände. Was soll denn das? Ist halt echt so. Damit du halt nicht aus Versehen das tust. Ja, aber trotzdem, wenn du abgemeldet worden bist. Also so hat's schon Sinn. Nur ich find's eh dämlich, dass man in der BGA nicht einfach normal abladen kann. Ja. Da muss ich ja Steuerung I runter. Komische Kacke, ey. Was sagt denn eigentlich unsere Kacke hier? 4%. Na holla die Werte. Das kannst du ja laut sagen. Gibt's aber einen Mod, der das beschleunigt, gell? So ein Gersilo. Nicht ein Fahrsilo, sondern ein Gersilo. Es geht schneller.
Weißt du, was brauchen wir nicht? Wir furzen und kacken ein bisschen drauf, den wird schneller. Wo ist mein Licht hin? Ich brauche Vollbeleuchtung. Ich Gott. Heute ist so ein richtig beschissener Tag. Warum? Ja, nur 4 Stunden geschlafen und dann. Nur 4 Stunden? Ja. Da habe ich ja ausnahmsweise mehr geschlafen. Also ich habe ja heute schon mal geschlafen, glaube ich. In der Schule, ne? Also jetzt, also in den letzten 6 Stunden meine ich. Ach so. Was machst du? Ja, ich war irgendwie so fertig heute nach der Arbeit, ich weiß nicht. Ja, ich auch, aber... Kann nicht schlafen. Irgendwie so müde. Aber da kenne ich noch jemand, der so müde ist. Ja, ich. Nee, sitzt so ungefähr so 5 Meter rechts neben mir. Vielleicht? Oder liegt auf der Couch. Vorhin vielleicht. Entweder die oder andere Mensch. Die nette Dame. Ja, aber du kannst dich doch jetzt nicht einfach so über sie hier auslassen. Immer sie hört das doch. Ja, sie kriegt das mit, ganz genau. Hat mir auch die Zunge rausgesteckt. Ob sie nett ist, das können wir nicht beurteilen. Ja, sonst würde ich jetzt nicht mit euch hier spielen können. Wer weiß, vielleicht hast du ein Messer im Kreuz oder so. Wir wissen ja nicht mal, ob sie geknebelt ist. Ja, wir wissen nicht mal, wie sie aussieht. Das ist mal Punkt 1. Hat sie, bist du geknebelt? Wir wissen, dass sie existieren. Okay. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt oder ja. Andere Dinge. Nee, das ist mir schon Punkt 1. Normal Bild vorstellen und so, ne? Machen wir denn beim Livestream? Teamspeak rein und einmal abchecken. Ja, und hier, wie viel kostet sie denn? Ja, Stundenpreis brauchen wir auch. Fazit, die wollen von denen Stundenpreis wissen. Was du so die Stunde kostet. Zuerst müssen wir wissen, wie sie aussieht. 150 Euro mindestens. Na, da muss sie aber schon gut aussehen. Naja, tut sie ja. Ja, eigentlich ist das noch günstig. Ja, du musst das ja wissen. Sektor wir uns hier bewegen. Du musst das ja wissen. Gar nichts, alles gut. Die Flasche wurde mir nur gerade fast gegen den Kopf geschmissen. Das Messer immer weiter tiefer reinzustellen. Sascha, bleibst du bitte stehen? Rein in die Wunde. Achso, das ist fertig. Ja, dann fahren wir mal in der Runde. Das ist voll. Ja, randvoll ist der Typ, ey. Haben wir noch nicht so ganz daran gewöhnt, dass ich aufpassen muss. Ja, wir kriegen die Kacke hier oben mittig. Da war ja irgendwie, oder? Oben mittig, ja. Ja, die Anzeige für den Häcksler und so. Wie voll die ist und so. Mit dich kriegst du gar nicht, aber mit Steuerung. Nee. Irgendwie geht doch. Das doch, oder? Nee. Au! Oh. Es war Steuerung und Falltaste nach unten. Das ist Position. Ja, ist er mit dir. So ungefähr. Geht doch, Junge. Ja. Und die anderen Falltasten machen dann andere Dinge damit. Ausblenden, das Farben ändern. Stimmt, Farben ändern ist auch nicht so verkehrt. Mal gucken, was da gibt's. Kenn ich. Eigentlich ausblenden. Naja, schwarzer Hintergrund ist halt voll, nicht so schnell. Und Falltasten tun halt drehende Sicht. Ja, das ist halt jetzt leider die logischste Tastenkombination, vor allem weil da auch noch unsere andere Kuh hier aufgeht. Alles geht auf da. Du hast heute zu wenig gesoffen, oder was? Ich habe heute gar nichts gesoffen. Wir hatten eine Mentur, wir haben die ganze Zeit gezählt. Ja. Was wird denn das? Der Typ. Wollte nicht umlenken. Also, wir brauchen hier unbedingt noch ein Frontgewicht dran. Der lässt sich ja richtig beschissen lenken. Ja, der ist cool, der Große. Kannst du mit einem kleinen fahren wieder? Überhaupt schon mal mit einem großen gefahren? Nein. Nein. Ja, erst in der nächsten Staffel. Oh, Staffel ist sehr schön. Also 25.427. So. Läuft bei uns, würde ich sagen. Mein
Alter, dann die Beschleunigung wieder in die Ruhe, ey. Du weißt gar nicht, wie teuer meine Oma ist. Was die für eine Beschleuniger? 1 Euro auf eBay gekostet und ich sagte, die ist gut. Ja, und überleg mal, wie Murdoch seine sein soll. Die ganze Zeit. Muss der Murdoch seine eine Perle sein, wenn sie 150 kostet oder 160? Ja, also, was ist denn der Kaufpreis, wenn wir mal eher davon? Also nicht mieten, sondern hier direkt kaufen. Direkt kaufen mit Sofortkauffunktion und so. Gleich voll. Ja. So bei eBay oder wir tun sie jetzt hier? Streben. Ich bin auf dem Rückweg. Ich habe meinen Weg. Kann ich auch einen Preisvorschlag machen? Genau. Also ich weiß ja nicht. Kommt erstmal auf Namen, Bild und keine Ahnung was drauf hat. Ja. Fähigkeit. Ich meine, das Wichtigste ist einmal Staatsbürgerschaft und was für eine Sprache sie spricht, gell? Weil verstehen müssen wir sie schon. Ist sie überhaupt aus Deutschland? Oder ja. Ist jetzt jemand? Ist illegal oder gemeldet? Gemeldet. Als Illegale? Nee, als Legale. Als Flüchtling. Als Flüchtling. Also Flüchtling mit Aufenthaltsgenehmigung. Nee, ist legal in Deutschland. Legal eingeführt, okay. Mit Zoll, Gebühr schon und Stempel und so alles, oder? Naja, natürlich. Stempel mit dem Kopf drauf, bam. Überprüft. Aufgeklatscht. Wer kackt da wieder einen Haufen hinter, ey. Kannst du weiter nach vorne fahren, Mörder? Okay. Ja, hab ich doch. Und länger ausdicken, weißt du, ich komm da ja über den Berg nicht mehr drüber sonst. Mit meinem Scheißhaufen da. Er hat halt keinen guten Traktor. Ich meine, du hast zu wenig gearbeitet, Mörder. Darfst nicht einen ganzen Tag nur saufen? Lass mir doch auch mal meine Kiste Bier auf dem Trecker. Ist gut. Schön war auch, dass in der Animation, keine Ahnung, was wie viele Halme wieder. Ah, jetzt kommt das halt nicht. Ja, das ist ein Berufsrisiko. So, was haben wir denn? Ich hüpfe den ganzen Schlepperfahren raus. Gucken wir mal. 6%, also. Eine Fuhre sind 2%. Er hat gerade gespeichert. Haben wir jetzt extra drin, damit sowas wie in Folge 30 oder 31 zumindest bei uns nicht mehr funktioniert. Funktioniert, genau. Ja. Passiert. Was machen die ganzen Autofahrer in der Nacht unterwegs hier? Geht gar nicht. Kannst aber ja auch den Verkehr abschalten. Nein, das wird so einfach. Brauchen ja Hindernisse. Genau, wäre langweilig. War ja Berufsrisiko. Da muss ich erstmal in den Ansicht gehen. Das Berufsrisiko haben wir, wenn du dabei bist. Deswegen ihr seid alle immer so freundlich zu mir und so nett das, und so. Deswegen fährt er ja jetzt Häcksler. Ja, der häckselt alles nieder. Wenn ihr da seid, dann fühle ich mich wohl. Hey, guck in den Rückspiegel. Ich weiß, wie klein der ist. Ja, deiner ist ja auch nicht viel größer. Bei dem Riesending. Deiner ist ja auch aber ich sehe halt nicht, ob der jetzt das ganze Rohr trifft oder nicht. Nee, hat er nicht. Ja, das ist mir ja schon klar. Wenn man das in einem Rutschen. Er bleibt mal stehen, oder so. Wenn man das jetzt hier ganz professionell. Der Profi macht das. Profi ist am Werk hier. Ich hab keine Ahnung, Alter. Der Profi das macht. Keine Ahnung, von der Mitte. Ja. Das wird jetzt nicht zurückfahren. Der häckselt das irgendwo hin, der Typ. Warum? Nee, der häckselt jetzt gar nicht. Kann der das Rohr nicht geradeaus schwenken? Ja, so häckselt er natürlich auch irgendwo hin, wenn er nicht fertig ist mit dem Drehen, du Idiot. Ach. Man wird gar nicht. Gott, wir wissen auf jeden Fall, dass das Rohr nicht nach vorne geht. So, gib Gas. Gott, einmal mit Profis, ein einziges Mal. Ich bin der Praktikant. Nächstes Feld häcksel ich. Ich für die ganze Kacke hier. Mein Konto stand jetzt immer noch 0 Euro, so wie in der Realität. Ja, er hat das nicht. Ja, okay, stimmt. Meistens nicht 0 Euro. Bei mir ist ein großes Minus davor. Ah, ich komme leider nicht ins Minus. Das ist so das Problem an meinem Konto. Ja, sei froh.